Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, heute ist ein richtig guter Tag und ihr seid mit dabei. Ja, grüßt. Alles klar. Und bei dir? Bist du fit? Oh, ich frag nicht. Ich habe mir irgendwie am Samstag beim Krafttraining wahrscheinlich eine Blockierung reingehauen, hinten oben im Brustwirbelbereich. Mhm. Und der strahlt aus bis zum Nacken. Ich habe einen steifen Nacken, ey. Und dann kannst du sogar schlecht atmen. Das ist so hier vorne in dem Bereich, hinten, auf der Höhe? Das ist hinten. Atmen ist kein Problem. Aber auf der Höhe meine ich. Ja, 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 aber ja, hinten. Von daher geht das. Das ist die Rippe. Die Rippe. Und ich hoffe mal, du kannst mir jetzt ein bisschen helfen. Ja, gucken wir mal. Ich habe gerade beim OSP schon Vorarbeit geleistet, aber ich glaube, du musst mir mal richtig ins Kreuz springen, damit es wieder geht. Naja, wir machen das ein bisschen anders, aber ich bin mir sicher, wir können dir helfen auf jeden Fall. Jo, ich muss erstmal hier meine. Hast du Karte? Natürlich. Ist doch ein Klassiker. Und normalerweise hat man immer die Karte vergessen. Ich nicht. Karte immer in meiner Best-Body-Tasche. Ja, selbst gut. Sehr gut. In was für einer Tasche rum? In meiner Best-Body-Tasche. Ah, schön. Das ist keine Turntasche, das ist eine Best-Body-Tasche. Sehr gut. Und bis gleich, ne? Ja, so, Robert, wir haben dich jetzt ein bisschen präpariert, geschmeidig gemacht. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Gut, also ich fühle mich sehr stabil im unteren Rückenbereich, was ja immer so ein bisschen mein Schwachpunkt ist, muss man ganz klar sagen, nach dem Endscheibenvorfall. Und auch die Fußgelenke, also hinten im Sprunggelenk, ich glaube, das hat mir richtig gut getan. Ja. Ich bin mal gespannt, was das jetzt mit den, bei den Übungen bringt, beziehungsweise ob sich das weiter so fortsetzt. Aber habe ich erstmal gute Voraussetzungen, das muss man klar sagen. Ja. Auch meine Blockierung oben. Im Rücken, die spüre ich zwar noch, aber es hat sich hier schon zwei, dreimal richtig was gelöst. Und ich glaube nicht, dass mich das jetzt großartig behindern wird. Kreuzheben machen wir heute mal weg. Ja. Ja? Wir fangen gleich mit den Kniebeugen an. Als Ziel haben wir uns gesetzt 200 heute. 200, genau. 20 wollte ich auch gerade sagen. Rechts, links, mobilisieren, komm. Kann ich gar nicht ansteuern. Dann steh mal ein bisschen breiter noch, verändern wir den Stand. Also. Genau, und jetzt nutzt du das Gewicht, um schön weiter nach vorne zu kommen. Genau. Kannst auch mal kreisende Bewegung machen. Und wir wollen hier für mehr Spiel sorgen. Ne? Versuch schon hier die Brust auch aufzurichten. In die perfekte Position. Genau. Knie vor. Knie vor. Schönes Ding. So ist gut. So, 140 Kilo. Robert, bist du bereit? Jo. Selbstverständlich. Ist immer noch ein Aufwärmgewicht. Bisschen enger, noch einen Ticken enger. Okay. Super. Ellbogen ein bisschen nach vorne. Schub. Zwei noch. So, das ist gut. Mein Tipp an euch, wenn ihr euch aufwärmt, macht nur wenige Wiederholungen mit den kleinen Gewichten. Tastet euch relativ schnell an die Last ran. Wir machen hier höchstens eine Minute Pause und bis wir irgendwann dann bei 200 Kilo hoffentlich sind. Ellbogen leicht vorne, gerade in die Mitte. Jawohl. Nochmal. Ellbogen, Ellbogen, Ellbogen. Ich bin so stabil im Rücken heute, das ist so geil. Im unteren Rücken. Gut so. Mein Rücken ist halt zweigeteilt. Oben Schrott, unten Hopp. Normalerweise andersrum. Robert, bist du bereit? Ich kann dich nicht hören. Jawohl. Sehr gut. Bist du denn bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Hast du mich schon gefragt, wie viele Wiederholungen du mit 180 machen sollst? Wie viel willst du machen? Wie viele Wiederholungen? Drei Wiederholungen. Schön, dass du fragst. Ich muss mich immer dran gewöhnen. Ganz kurz, ich muss noch mal was sagen. Ich habe immer bewusst die Ellenbogen nach hinten genommen. Ja, du beugst relativ aufrecht. Ich habe es ja im letzten Video schon erklärt. Infokart mache ich rein. Dran denken, die Ellenbogen nach innen zu nehmen, also nach vorne zu nehmen. Ja. Und seitdem funktioniert das alles auch viel besser irgendwie. Das muss ich sagen. Ja, ich frage mich, warum wir da nicht schon früher darüber gesprochen haben, aber das gut. Das Problem ist, dass ich das jetzt schon seit 15 Jahren so mache. Ja, alte Bewegungslust, dann musst du löschen. Ja. Da kannst du halt versuchen, Kniegelenk oder Fußgelenk, da kannst du versuchen, Mobilität, aber wenn das nicht stimmt, ist das alles Schall und Rauch. Ja. Halt 200. Naja. Wie viel?
Naja, ich würde einen schönen, soliden Fünfer würde ich begrüßen. Okay. Selbstbewusst, Robert, selbstbewusst. 1, 2. Bisschen enger. Ticken enger noch stehen. Luft. Schub. Jawohl. Schub. Ellbogen, komm. Kontrolle. Los. Schieb. Super. Guck mal, jetzt kommt es raus. Komm mal. Und jetzt kommt Ellbogen. Drei wieder ab. Ja. Okay. Aber man hat gesehen, die ersten 1, 2 Wiederholungen hast du ganz schön Respekt gehabt, ne? Ja. Warst du unsicher ein bisschen? Ja, nach so einem Morgen, sag ich mal, mit dem Problem musst du immer erstmal ein bisschen antasten. Naja. Gut. Die hast du im Sack. Wiederholen wir jetzt, ne? Bleib mal dabei, gehen wir nicht höher. Oder? Nö. Das ist schön solide, machen jetzt und das Gute. Satz Nummer 2, der soll wesentlich sicher sein als der vorher. So leicht, mal komm. Und die letzte, komm. Ellbogen. Auf. Von mir aus können wir wieder. Ellbogen vor. Ellbogen hoch. Super. Jetzt wieder warm. Ellbogen vor. Jawohl, gut. Da die Last jetzt langsam leichter wird, würde ich vorschlagen, wir machen 5x5 und ich glaube, du wirst mit 5x5 extrem unterfordert sein und wir machen einfach 6 oder 7x5, okay? 6, 7x5, denn du könntest auch das Doppelte an Wiederholung schaffen, haben wir uns überlegt, ne? Also du hättest auch mit 200 Kilo 10 Wiederholungen geschafft, wir machen jetzt einfach 7x5, ganz sicher und dann bist du auf jeden Fall bereit für Donnerstag. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil normalerweise bremst er mich immer. Nö, das ist okay. Aber dafür lassen wir Kreuzheben. Ich finde das gut. Und Frontkniebeuge weg. Ja, richtig. Okay? Ja, so machen wir das. Robbe, fertig? Ja, war ein guter Tag heute. Ich fühle mich richtig gut. 7x5 geschafft. Und zwar solide. Also jetzt nicht, dass es übermäßig schwer ging. Und je mehr Sätze du gemacht hast, desto besser wurde es. Ja, ich glaube, der letzte war der beste. Ja, den habe ich jetzt leider nicht gefilmt. So ist es manchmal. Ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen runterholen. Genau, ich habe heute Nachmittag auch noch eine Einheit, eine schöne entspannende. Und damit ich da auch trotzdem noch ein bisschen fit bin, machen wir jetzt noch ein bisschen. Du hast daher noch Physiotherapie, du bist in die Sauna und du bist noch Straßenfahren. Richtig. Ja. Ich will noch ein bisschen was vor mir machen. So, wir sehen an Roberts glasigen Augen. Parasympathikus, der Parasympathikus ist aktiviert. Du bist schön runtergekommen jetzt, ne? Schön entspannt. Ja. Richtig gut. Ja, eine gute Sache. Guck mal, wie entspannt er jetzt ist. Herrlich, ja? Das ist ja das Hauptproblem. Robert ist jemand, der immer Vollgas gibt und immer richtig Action macht. Deswegen hast du dich auf die Blockierung geholt, weil du immer unter Strom schießt, immer Vollgas geben willst. Aber es ist ja mit allem so, Yin und Yang, man muss ausgewogen sein. Deswegen ab und zu mal in die Entspannung kommen und dann wieder Vollgas geben. So ist es. Ja, sehr schön. Johannes, ich danke dir. Ja, Mann, danke schön. War eine geile Einheit, wirklich. Bin sehr zufrieden und tiefenentspannt. So muss es sein. Entspannt. Bei mir geht es jetzt weiter. Entspannter als vorher. Definitiv, ne? Ja. Pippi, hast du schon auf mich gewartet? Hm? Ja. Ich muss ein Gassi gehen. Gassi gehen. Komm her mal, Assi. Das mit Robert war vorhin das Paradebeispiel für den Unterschied zwischen einem Leistungssportler und einem Hobbysportler. Ja, er musste heute aufstehen und obwohl er sich überhaupt nicht gefühlt hat, total blockiert war, musste er ins Training gehen. Also musste er dafür sorgen, dass er irgendwie so geschmeidig wird, dass er trainieren kann. Und auch für mich als Trainer ist das auch grenzwertig, ne? Weil man geht schon ein gewisses Risiko ein, wenn die vollständige Beweglichkeit oder die volle Funktionstüchtigkeit des Körpers nicht gegeben ist, dann trotzdem Sport zu treiben, das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. Ne? Erstmal schnell an den Rechner.
das Video für heute einrichten und den einen oder anderen Klienten anrufen, E-Mails beantworten. Halbe Stunde habe ich noch Zeit. Oh, dann geht's los. So, wir sind im Orange Fit. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was mir heute blüht. Ja. Ich habe nur einen Kaffee getrunken und ich hätte ruhig noch 3-4 mehr trinken sollen können. Es gibt kein Zurück mehr, Leute. Tagchen. Servus, hallöchen. Alles gut? Ja, ich habe ein bisschen die Hosen voll, du. Brauchst du nicht. Ich habe jetzt schon 160er Puls, ohne Training. Echt? Ja. Cardio schon hinter dir. Verdammt. Ja, Cardio habe ich auch schon gemacht. Hast du auch schon Cardio gemacht heute? Ich gehe heute früh. Selbstverständlich. Ja, gut, okay. Prima. Ja, dann bin ich. Was hast du dir denn Schönes ausgedacht? Die Hackenschmidt. Die Hackenschmidt? Nee, wie? Aber die andere? Welche andere? Die nicht auf die Knie geht, die so toll ist. Ich weiß nicht, die gehen alle Bild auf die Knie. Ja, sagt er so. Und ich denke, das machst du trotzdem, oder was? Ja, super. Übrigens habe ich mir jetzt nochmal hier einen Espresso gegönnt. Wie sieht es mit dem Warm-up aus, Birk? Am Gerät. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, natürlich. Warm-up am Gerät. Ja, selbstverständlich. Und du hast Warm-up schon über einen Espresso gemacht? Ja, klar. Genau. Der war warm. Genau. Ich bin also von innen heraus aufgewärmt. Ey Leute, ihr glaubt nicht, wie die mich verarscht haben. Ich habe erst gedacht, oh ja, machst du heute ein bisschen schwer. Es ist alles Pustekuchen, ist alles Quatsch. Nein, das war ganz klar. Für alle anderen war klar, der muss halt 100er Wiederholung machen, obwohl ich gesagt habe, ich mache die andere Maschine nicht. Aber ich habe keine Knieschmerzen diesmal. Ich glaube, es lag an meinem Sprunggelenk. Du sollst so weit mitmachen, wie es geht. Mein rechtes Sprunggelenk war in den letzten Wochen ein bisschen fester. Ich habe es extra mobilisiert und ich glaube, dass es daran lag. Egal wie, der Typ ist verrückt. Cortisol, oh, mein Cortisol ist gerade so hoch. Keiner, der Körper weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Noch 40 Wiederholungen. 60 hast du bereits, komm. 61. 62. 63. 64. Come on. 65. Zieh sie durch, am Stück. 66. Noch 30. Der Birk zieht durch. Das ist der vierte Satz, Leute. Der vierte Satz. Verpasst auf keinen Fall das Video. Während des Trainings hatte ich übrigens 30 Gramm BCAAs. Und ich kriege schon ein bisschen Flattermann. Jetzt trinke ich direkt nach dem Training, also direkt ist es auch wieder nicht, trinke ich meine Kohlenrate mit Eiweiß dazu. Habe ich euch aber schon mal gezeigt. Das ist im Prinzip dieses Fertigprodukt, diese Fertigmischung mit ein bisschen Glutamin, Vitamin C und Kreatin drin. Gönne ich mir jetzt mal. So, ich hoffe ja, dass ich die Kamera mit ins Personal Training reinnehmen kann, sich die Klienten filmen lassen. Das ist für mich genauso eine Überraschung wie für euch. Grüßchen. Ja, der Michael hatte genau wie ich 3 Wochen Trainingspause nichts gemacht. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Handgymnastik, um reinzukommen. Und dann machen wir von allem etwas gleich. Wird aber eine Überraschung, weiß er noch nicht. Ist schon anstrengend? Bisschen, ja. Bisschen, ne? Ja, die Kondition leidet auch immer gleich, ne? Wenn man nichts macht. Radfahren war gerade schon eine ziemliche Qual. Ja, das war jetzt so das Training, hast du schon hinter dir, den du einfach mit dem Rad zum Training gefahren bist. Ja, 10 Minuten. Großartig. Das finde ich übrigens erschreckend, wie schnell man unfit wird. Ja, ich meine, du wiegst ja nicht, du wiegst ja nur deine 85 Kilo. Maximal, ja. Gut, also wir machen heute Kniebeuge, Kreuzheben, ein paar Liegestütz und ein bisschen Rudern. Volles Programm, ja. Ja, im Zirkel in so einem kleinen. Und die Muskeln einfach nur mal Bescheid zu sagen. Ja, gut, dass wieder losgeht. Genau, geht wieder los. Jawohl, wir machen überall 8 Wiederholungen. 2 Schuss. Augen hoch. Super. Kontrolliert. 8. Jawohl, geh mal recht aus. Gut. Knie rausdrücken. Beine aufbauen. Bisschen höher beim Hintern. 1. Jawohl. Hintern ein bisschen höher und den Leib richtig festmachen. So, schön. Leib fixieren, Arme lang. Bitte schön fest. 3. 4. Mach schön langsam, die Mitte noch fester. Komm. 5. Arm in den Bauch. Arm in den Bauch. Komm. Ruhig und dann geht's langsam runter noch. 7. Genau. 4. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich. Wir arbeiten ja so lange zusammen und deswegen habe ich hier ein paar Tests für dich. Also, Vitamin D habe ich. Nimm mal den. Ich kann nicht wissen, was da rauskommt. Ja, du bist ja wenig in der frischen Luft, in der Sonne unterwegs und im Winter macht sowieso nichts Sinn. Du supplementierst sowieso nichts. Nichts. Gar nichts. Siehst du, und deswegen will ich dich überreden. Du bist ein Geschäftsmann. Das heißt, es geht hier nicht mal um deine sportliche Leistung, es geht mehr um
noch dein Work-Balance, Work-Life-Balance, ja, wie du einfach auf Arbeit und im Alltag irgendwie Gas geben kannst und Leistung bringen kannst. Ja. Damit du noch mehr Schotter verdienen kannst und das alles bei mir lassen kannst. Ja? Das nicht ums Geld. Nein, natürlich nicht. Cortisol-Test, Herr Geschäftsmann, der ist so stressig, dass der Cortisol von Hause aus hochgehen wird. Wir müssen uns nochmal sprechen. Da musst du nämlich 6-mal Speichel abgeben. Ja, das und auch über Nacht. Viel Spaß dabei. Melatonin, Schlafhormon. Das ist gut, schlafen tue ich gut. Tust du gut? Sehr gut, ja. Na, das werden wir doch mal sehen, wie gut du schläfst. Dankeschön, kann man auch testen. Ja. Und zu guter Letzt finde ich fast am wichtigsten, ist für jedermann sinnvoll, Lebensmittelreaktionstest. Kannst du alles essen? Tue ich zumindest. Siehst du, ob ich das kann, das ist eine andere Frage. Das werden wir jetzt herausfinden. So, mein Lieber. Also, Zegerscreen, dank dir fürs Testen. Ich danke dir natürlich auch. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und dann werden wir auswerten. Ja, Ergebnisse. Auf jeden Fall. Ich bin auch super gespannt. Ey. Die nächste Klientin wartet. Auf Wiedersehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. So, Sportsfreunde, ich bin mit Personal Training fertig. Ich hätte euch gerne noch die andere Klientin gezeigt. Die ist aber ein bisschen übergewichtig und wollte das erstmal nicht. Und das finde ich auch völlig okay an alle euch da draußen. Lasst euch nicht immer frustrieren von irgendwelchen Instagram-Stories und Bildern und alle, die super krass aussehen. Jeder hat ein Sixpack, jeder hat einen Knackarsch und riesen... ja, wisst ihr, was ich meine? Seid euch selbst viel wert, wenn ihr dazu nicht ins Studio geht, bloß weil ihr denkt, ach, ich werde gesehen, da sind nur so eine sportlichen Leute. Leute, das Studio ist für alle da. Das Studio ist nicht für Leute da, die schon geil aussehen, sondern für Leute, die geil aussehen wollen, sich sportlich betätigen wollen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Traut euch ins Gym. Wenn nicht, trainiert woanders, wenn ihr keinen Spaß am Gym habt. Scheißegal, aber kommt raus und tut was. Und lasst euch von keinem so einen Scheiß auch einreden, ne? Oder was hast du dazu? Sag mal ja. Ja. Ja, sag mal richtig laut ja. Ja, so. Ist ein bisschen spät geworden, Leute. Und ich habe gerade gesehen, dass ich die Kamera auf dem falschen Modus hatte. Es war also nicht im Automatikmodus. Ich hoffe, die Bilder sind halbwegs vernünftig geworden. Es ist auch eine neue Kamera, die ich sonst nicht zum Vloggen nehme. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen hoch. Nicht vergessen, ist ja wichtig bei YouTube. Wir essen jetzt hier noch lecker Maiswaffeln mit körnigem Frischkäse und diesem leckeren Geflügelsalat. Die hier gibt es auch im Rewe. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus. Tschüss.